ich finde das bei der ganzen Syrien eigentlich aber, glaube ich, das mit am faszinierendsten, dass trotz dieses irre Leids, trotz dieser Bomben, trotz des Giftgas, trotz des Terrors der Dschihadisten, es immer noch Leute gibt, die gesagt haben, wir bleiben hier und wir versuchen irgendwie eine andere Zukunft hier aufzubauen. Und deswegen sozusagen sind wir solidarisch und probieren sie darin zu unterstützen. Diese Unterstützung organisiert von Berlin aus die Initiative Adopt a Revolution. Mit monatlichen Spenden, mit organisatorischer Hilfe und oft auch einfach mit einem offenen Ohr helfen die Mitglieder seit 7 Jahren Menschen, die sich in Syrien trotz allem für Freiheit und Demokratie einsetzen. Das sind ganz verschiedene Projekte aus der syrischen Zivilgesellschaft, die im Zusammenhang mit diesem Aufstand 2011 entstanden sind. Das ist alles von Medienprojekten über Bildungsprojekte bis zu Frauenzentren, bis zu lokalen Zeitungen. Alles Mögliche, was sozusagen zu einer demokratischen Gesellschaft dazugehört, gibt es auch an Projekten. Da gibt es viel, was möglich ist, viel mehr, als man von außen tatsächlich mit dem großen Medienblick auf hier wird bombardiert und da wird gekämpft, tatsächlich erkennen und sehen kann. Krieg ist nicht immer nur Kampf. Krieg ist auch irgendwo Alltag manchmal. Über ein enges Netzwerk in Syrien, den Nachbarländern und Deutschland stehen die Berliner Aktivistinnen mit den Menschen vor Ort in Kontakt. Sie wissen genau, was gerade wo passiert, helfen, wo sie können. Und oft am wichtigsten und schwierigsten, sie helfen, politisch Verfolgte in Sicherheit zu bringen. Einige Mitglieder der Initiative sind selbst Syrer. Andere waren 2011 in Syrien oder haben den Aufstand nur beobachtet, sich dabei aber selbst wiedererkannt. Es war so voll das Gefühl, hey, wenn ich Ägypterin wäre oder Syrerin wäre, dann würde ich ja jetzt wahrscheinlich genau das Gleiche tun. Also so ein bisschen dieses Gefühl, das ist halt irgendwie meine Generation auch. Und wir haben halt irgendwie wahrscheinlich einfach auch so ungefähr die gleichen Wertevorstellungen und die gleichen irgendwie Ziele oder Träume oder Vorstellungen davon, wie man halt irgendwie leben will, bloß dass unsere Lebensumstände komplett unterschiedlich sind. Für Toleranz und Selbstbestimmung zu kämpfen, bedeutet in Syrien permanente Lebensgefahr. Unter Islamisten wie unter dem Assad-Regime. Die Berliner unterstützen die, die es doch tun. Und dabei geht es nicht um Machtblöcke und Weltpolitik, sondern ganz konkret um das Leben der Menschen. Die Mitglieder von Adopt a Revolution wollen ihnen nicht nur dabei helfen, an ihren politischen Visionen festzuhalten, sondern Europa darauf aufmerksam machen, dass es sie überhaupt gibt. Es ist klar, wir können den Konflikt nicht entscheiden, aber was wir tun können, ist zumindest den Leuten zu zeigen, ihr werdet gesehen. Wir probieren euch sozusagen hier, dass ihr stärker gesehen werdet und wir probieren, dass ihr irgendwie euch dazu unterstützen, vor Ort überlebt und das machen zu können, was ihr machen wollt.